Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Sims 4. Der gute Proof ist gerade heimgekommen und ja, was wird er erst machen? Seine Tochter ist noch wach. Vor allem, ich habe die eingestellt, die soll Mentalfähigkeit verbessern und die rennt hier rum und macht eigentlich nichts. Wo ist überhaupt mein Sohn? Hat er sich Drinks gemacht? Mama, guck mal, wie ich Drinks herstellen kann. Sehr gut, mein Junge. Jetzt geh ja mal schlafen. Papa kommt gerade heim. Und jetzt ist das Übliche, was Eltern so machen. Du wirst nicht glauben, was die Kinder gemacht haben. Die waren die ganze Nacht wach, wo du weg warst. Ich hab denen gesagt, wenn Papa heimkommt, ne, der zeigt euch, wo der Hammer hängt. Und was ist? Nix. Und in Wahrheit hat die Mutter die ganzen Abend Fernsehen gucken lassen und Chips essen. Bei meinen Eltern war es genau umgekehrt. Da hat meine Mutter manchmal den bösen Part gehabt, mein Vater hat den guten Part gemacht. Ist du da Specksalat, Tomatensalat oder so? Das sah aus wie so Pommesreste mit Burger. Na, wenigstens liebt ihr, also ihr zwei liebt euch immerhin noch. Das ist das Wichtigste. Hat Kim denn auch gemalt, während ich weg war? Sie hat angefangen zu malen. Oh, das ist ja nix. Man muss sich echt selbst um die Sims kümmern, sonst machen die, was sie wollen. So. Einfach mal duschen. Wohohoho. Die Kinder müssen alle von dir sein. Von mir aber nicht. Geil ist es als Duschen? Ich wollte das schon sagen, was soll das denn? So, Kim, danach entleerst du bitte deine Blase. Und der Doc. Ich glaube, um 8 Uhr morgens werde ich keine Freunde finden. Beziehungsweise 6 Uhr morgens. Mache ich am besten, wenn Kim weg ist. Dann rufe ich jemanden an und hole die vorbei. Oder wir versuchen das nochmal mit dem Gourmet-Speisen. Die 5 herzustellen. Obwohl da echt das Problem ist, meine Gäste fressen durchgehend meine Speisen. Aber aus dem Kühlschrank, die ich habe. Und nicht die, die ich zubereiten will für die Feier. Das ist immer etwas irritierend. Ah, Spielzeug kaufen. Piep, 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 kleiner Roboter. Warum siehst du aus wie ein Roboter? So, Gourmetspeisen an einer einzigen Veranstaltung zubereiten. Ja, ja, ja. So, gesellschaftliches Ereignisplan. Der Proof muss heute nicht arbeiten. Die Kinder müssen in einer Stunde in der Schule, ist mir egal. Moment, da fällt mir gerade ein. Okay, bei einer einzigen Veranstaltung. Naja, okay. Ist egal, welche Veranstaltung, weil mir war noch so, dass wir es bei der Hausparty gemacht haben, ne? Bring Kuchen und ein Geschenk zum Lächeln mit. Happy Birthday, zu den Gold-Level-Belohnungen gehört ein neues Schlafzimmerobjekt. So, und Galaabend. Ich bin Gastgeber. Gäste nehmen wir, Katrin und die Breuer. Wir machen extra nur wenige Gäste, dann ist er nicht so abgelenkt. Und wir nehmen dann die Caliente-Residenz, weil in der Hoffnung, dass der Kühlschrank da leer ist und ich halt die Gourmet-Speisen herstellen kann relativ schnell. Weil ich bin zwar Gastgeber, aber ich mache natürlich auch alles. Das ist, glaube ich, so wie Promi-Dinner. Ich habe es noch nie gesehen, es ist immer wieder erschreckend, die Vorschau nur zu sehen. Hi, ich komme aus Sendung X und du kommst aus Sendung Y. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Oh mein Gott!
Boah, Wattenhaus. Hauptziel, Gäste zum Essen rufen. So, erstmal sage ich beiden Hallo. Und danke ihnen fürs Kommen. Aber, hier. Die gute Katrina, die weiß, wie man zu einer Party geht. Drei Sims gleichzeitig plaudern lassen. So, Getränke zubereiten. Vor allem, was sind denn das für Leute? So, nicht kochen. Wir wollen ein Gourmet-Menü zubereiten. Und am besten stellen wir nicht von allem Einzelgerichte vor. Darf ich das überhaupt? Genau, Gourmet-Speisen. Was gibt's hier in der oberen Etage? Ach, das ist alles so altmodisch eingerichtet. Aber ich finde, das Haus sieht nicht nach Geschichte aus. Kennt das Häuser, die so gefühlt einfach Geschichte haben? Das finde ich eigentlich sehr schön. So wie die erste Wohnung, die ich mir damals angeguckt habe. Als ich ausgezogen bin mit meiner Familie. Da war ich in einer ehemaligen Schule. Und da war eine Wohnung frei. Leider nur in der obersten Etage. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und es hat mich so ein bisschen gestört. Es war nicht 100% sicher, ob ich einen ordentlichen Kabelanschluss da habe. Was ich damals dann schon gedacht habe, das wäre ja ganz praktisch. Achso, ich darf das hier nicht wegbewegen, weil es nicht mein eigenes Haus ist, ne? Ja. Kacke mit der Kacke. Proof, dann mach einfach fertig. Komm, mach deine Gerichte. Alles wird gut. Genau, ihr fahrt mal alles schön in die Schule und so Geschichten. Während der Proof in der Küche zaubert. Dann mach mal diese Spinatfritter. Ich weiß gar nicht, ob die Zubereitungszeit zunimmt oder abnimmt. Genau. Kauf jetzt erstmal einen Herd, weil du inspiriert bist. Und Kim wirst du definitiv hier nicht finden zum Küssen. Kacke ist, wenn der Furz was wiegt, ey. Levelaufstieg als Gourmet-Kocher. Ich glaube eigentlich, dass diese Joghurt-Portion, die ging einfach am schnellsten, oder? Ich habe schon wieder einen Freund verloren. Oh, ich kann Kochgeheimnisse jetzt ausplaudern. Na komm, mach es fertig. Vor allem, es essen die einfach schon, die Sauhunde. Na komm, mach fertig. Da ist es. Sehr schön. Meisterkoch! Mittels Konzentration, Übung und einiger großartiger Zutaten hat Pascal seinen Traum erfüllt, um ein Meisterkoch zu werden. Verdientes Merkmal, frische Kochen. Alle zubereiteten Speisen sind von höchster Qualität und verderben nicht. Was wir dann als nächstes machen, Meister Mixer. Bah. Erwachsen werden. Meister des Unfugs. Vermögen, herrlich reich, nicht pleite gehen.
Ein Simeon verdient haben. Herrlich reich. Bonusmerkmal klug. Kluge Sims erhalten jede Woche eine Direktüberweisung auf Grundlage ihrer Haushaltskasse. Machen wir das. Ah, die gehören ja nicht zu meiner Party, aber Hauptsache, die bringen das Essen weg. Genau, dankbar für ein Können, Tag verschönern, über Logikrätsel, es wird wahrscheinlich ihr Fall sein, ne? Logikrätsel. Ah, ich darf es nicht sagen, danach sieht sie nicht aus. Obwohl, man sollte nicht nachs Äußere gehen, ohne Kack. Da kann... Das Problem ist, wirklich frauenmäßig, selbst feminismusmäßig, like. Achso, das ist ihre Schwester, ne? Rothaarig ist aber besser. Sind die Reichen wahrscheinlich hier in der Ortschaft. Was war ich am sagen? Genau. In jedem schönen Kopf kann noch unglaublich viel Wissen stecken. Problem ist aber, glaube ich, dass manche Frauen, die sehr hübsch sind, sich darauf nicht verlassen, sondern verlassen sich dann doch eher aufs Optische. Manche. Bitte jetzt keinen Strick draus drehen. Hab schon Frauen kennengelernt, die gesagt haben, alles klar, ich gehe so lange studieren oder zur Schule oder sonst irgendwas, bis ich das erste Kind habe. Und dann mache ich nichts mehr. Ohne Scheiß. Ach, das Gourmet-Essen ist so richtig scheiße. Ist jetzt aber auch zu Ende. Ich habe keine Belohnung verdient, das ist aber egal, denn ich bin Meisterkoch geworden. Und wer bist du? Dina Caliente. Okay, blond, braun, rothaarig. Hier gibt es alles zu holen. Aber ich gehe lieber schnell nach Hause. Komm, Proof, hau ab. Das hier ist eine Falle. It's a trap. Kein einziger Mann in der Nähe. Ach doch, einer. Don Lothario. Ich glaube, der schießt dich, wenn ich zu nah rantraust an die anderen. Deshalb schnell weg mit dir. Ich weiß auch gar nicht, warum Proof so fett sein muss. Vor allem braucht er einen Geburtstag. Proof muss älter werden. So, wie spät hatten wir schon? Wir hatten, glaube ich, schon 2 Uhr. Meine Kinder müssen jetzt eigentlich auch wieder aus der Schule rauskommen. Dann können die nämlich sich direkt weitermachen, an ihre Fähigkeiten zu lernen. Ja, alle sind zu Hause. Obwohl steht, die werden alle noch arbeiten. Ah, ne, sie sind noch arbeiten. So, Kochvideos schauen. Weil, kriegt dann Bonus. Bam, 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 bam. Hauptsache, ihr habt das Radio wieder angelassen. Kinder, Kinder, Kinder. Bessere Einzelteile. Fernseher geht nicht so häufig kaputt. Ich glaube, mein Fernseher ist ja schon mal kaputt gegangen. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Wie lange muss der denn die Kochsendung angucken? Dawson hat Probleme mit Mathematik und kommt nicht über 1 hinaus. Wie soll er auch über 1 hinauskommen? Ich finde das schön immer, die müssen, sobald die die höchste Stufe erreicht haben, müssen die nie wieder Hausaufgaben machen. Na?
Du sollst keinen leeren Teller essen. So arm sind wir noch nicht dran, Dawson. So, Jasmin macht ein bisschen Pipi. Dann darf die auch an den Kühlschrank gehen. Ein schönes Gericht nehmen. Boah, da muss wirklich eine ganze Sendung gucken dann. Ah ne, muss er nicht. Aber dann weiß ich nicht, warum das Kochvideo nicht fertig wird. Weil er wahrscheinlich Kochkanal schauen muss. Und keine Kochvideos. Natürlich, Videos sind auch was anderes. Ich glaube, Jasmin hat gesagt Pika Pika. Hä? Ach so, im Radio. Ich denke gerade schon, wo kommt denn die Mucke her? So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte mit den höheren Stufen. Aber erstmal, Doc, wie geht's dir? Du hast viel Spaß gehabt und alles. Dann geh doch mal bitte trainieren. Damit du mal ein bisschen abnimmst. Man muss ja echt sagen, dass der Doc schon ziemlich, wie soll man sagen, fett ist. So, der hat nicht fertig gemacht mit dem Malen oben. Und wie sieht das bei Kim aus? Mentalfähigkeit 8 von 10. Emotionstrank. Bei Jasmin. Boah. Irgendwann habe ich es drin. Wenn du keinen Hunger hast, dann ess nix. Genau, mal weiter hier oben. Der Doc trainiert. Kim isst eben noch auf. Dann geht die auch auf Toilette und dann kann die auch mal trainieren gehen. Dawson ist fertig mit Malen. Was willst du nochmal malen? Mal nochmal Monster. Bip, 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 bip. Makaroni-Bild. Trainieren an die Grenze gehen. Weil es kommt deine Frau auch noch und das wäre halt ganz schön, wenn du dabei bleibst, damit die ein bisschen Gesellschaft hat. So, plauder mit. Guck mal, so motiviert man sich doch. Man geht zusammen laufen abends, anstatt Fernsehen zu gucken. Oder man macht einen Fernseher vorne davor und dann läuft man gemeinsam. Und guckt dabei sowas wie Games of Thrones. Oder Big Bang Series. Oder irgendwas anderes. Vielen Dank für die Bestellung. Du siehst es. Ach so, wegen den Spielsachen. Ich würde glaube, dass Dawson als erstes erwachsen wird. Aufräumen? Weil er einfach mit seinem Bestreben fertig sein wird. Er muss ja nur noch Level 10 erreichen und dann ist gut. Während Jasmin hier unten ja immer noch dran ist, aufzuräumen. Warum ist Jasmin eigentlich so pummelig? Dawson hat das nicht mit der Pummeligkeit als Kind. Kommt wahrscheinlich, wird bestimmt so sein, charakterlich kommt Jasmin nach dem Vater und Dawson nach der Mutter. In Wahrheit. Also vom Charakter und optisch ist es genau umgekehrt. Kim, was hast du vor? Nee, gibt nichts mit Spaß. Du gehst jetzt auch an deine Grenzen. Ermüdet wegen Training, möchte sich ein bisschen hinlegen. Kannst du auch knicken? Denn du musst Freunde haben. Deshalb nicht plaudern, sondern du lädst mal ein.
Gesellschaftsereignis, Reisen mit, einladen hier abzuhängen. Die Katrina und die Sophie Breuer, die komischerweise ein Techtelmechte mit mir hat. Oder nehmen wir die Carina Müller mit. Komm, wir nehmen die Carina Müller auch mit rein. Anne Roth ist Carina Müller in Weiß. Hm. Es ist 8 Uhr abends. Werden die auch hinkriegen. Nicht alle können kommen. Carina ist gerade beschäftigt, okay. Muss er Proof sich erstmal was Vernünftiges anziehen. Badekleidung. Ach Leute, guck mal, so fett bin ich gar nicht. Das muss so. Das ist normal. Genau, zieh mal Abendkleidung an. Dann gehen wir halt runter zu Carina. Versuchen wir unser Verhältnis mit der zu verbessern. So, und schon bin ich glücklich. Bibba, der Arva. Hey, Bruce. Aha, Yibs. Kochgeheimnisse ausplaudern. Damit kann man einer Frau imponieren. Wenn sie kommt und sagt, weißt du, wie man Tiefkühlpizza macht? Ich weiß das, ich habe schon häufig genug eine gemacht. Dann sagt sie, wow, der Mann ist ein Versorger. Und das ist doch wichtig. Wo ich wirklich sagen kann, was ist daran so schlimm? Ohne Scherz, jeder darf leben, wie er will. Man muss halt nur jedem die Möglichkeit lassen, dass das auch so sein kann. Und da fängt das Problem an. Weil manche Arten zu leben, die Leben anderer beeinflussen. Oh, Kim ist fitter geworden am Laufband. Hat Kim abgenommen? Schwierig zu sehen, ne? Ob die jetzt viel fitter geworden ist. Warum bin ich jetzt... Doc, was machst du da unten, während ich nicht hingucke? Okay. Dawson ist ein bisschen müde. Kim aber auch. Komm, geht schlafen, beide. Sonst fackst du gleich noch die Bude ab, Kim. Jasmin. Boah, echt, ey. Kinder sind das Schlimmste. Ich hoffe, ich nenne meine Tochter später nicht auch die ganze Zeit wie meine Mutter. Moment. Wie meine Freundin, meine Frau. So. Warum kommt die eigentlich nicht rein? Wrong to Bibs. Yabasane. Washinoi. Agorba. Genau, mach mal selbstironisches Scherzen, nach Tag fragen, jemand parodieren. Nein. Also das fand's nicht so gut. Von Herzen Kompliment machen. Ja, so macht meine Frau. Ich hasse Berufe, wo man Freunde sammeln muss. Freunde sammeln ist ätzend. Und Kim, du gehst jetzt nicht runter, sondern du wirst mal das Schweinekuhbild verkaufen. War ein bisschen schlecht drauf, ist unten dreckig. So möge die Qualität ausgezeichnet sein, aber nicht perfekto. Deshalb male ein weiteres Gemälde. Brihe Ganep Benil. Nilsi.
Genau, machen wir ein Kompliment übers Aussehen. Wir können ein gemeinsames Foto mal machen. Wir können über unsere Interessen reden. Wir können... Ich kann dir schmeicheln. Ich kann ein... einen Witz über Comics machen. Hm, dann sagt sie sowas wie, Comics sind Ärzte-Sachen. Ich kann sagen, wie toll du bist, meine Bewunderung ausdrücken, während meine Frau oben ein Gemälde malt. Erzähle ich zwischendurch einen Witz? Ja, Witz über Comics. Dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. So, Vermögen habe ich direkt... Ja, haben wir direkt zwei Sachen abgeschlossen. Deshalb habe ich schon wieder 4.000. Was gibt's denn für 4.000 im Belohnungsstore, was mich nur interessieren würde? Mhm. Kaum hungrig. Gelehrte bauen alle Fähigkeiten schneller auf. Dum dum dum. So sieht's aus. Quexenas. Angie. Selfie! Ja, wird Proof seine Freundschaftsliste erweitern können um wahre Freunde, die er einfach mit Komplimenten eingelullt hat? Oder wird die eine oder andere Frau diesen Trick durchschauen? Oder wird am Ende Kim alle seine Frauenfreunde vertreiben, weil sie ja sehr eifersüchtig ist? Das alles und noch viel mehr beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Sims 4 mit Doc und der Familie Proof. Bis dahin, ciao.